Hallo und schön, dass du da bist zur Wiederlegung für den Juni 2023. Ich lege auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir diesen Juni zeigen möchten. Und zwar starten wir gleich mit dem Licht- und Schattentarot für dich rein in den kommenden Juni. So, du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. So, bitte für meine Lieben wieder. Was möchte sich zeigen in diesem Juni? Begegnungen, Beziehungen, was kommt hier? Zehn der Schwerter, Abschied. Ja, Zehn der Schwerter ist immer ein klarer Abschluss von etwas. Ja, solltest du momentan noch schwanken, hin und her gerissen sein, nicht wissen, wie es weitergeht, im Juni geht es definitiv hier weiter. Du schließt mit etwas ab. Ja, vielleicht schließt du hier auch mit etwas einfach aus der Vergangenheit ab, mit Verletzungen, Dinge, die passiert sind. Du schließt hier ab und gehst wieder vorwärts in Richtung Licht, in Richtung Freude, in Richtung Zukunft. Du nimmst die Erfahrung natürlich ganz klar mit. Es ist nicht so, dass du hier etwas verdrängst. Du nimmst es ganz klar mit, aber du kannst wieder vorwärts gehen, ohne an etwas festzuhängen, an etwas zu trauern vielleicht auch, ja. Enttäuschung, noch immer enttäuscht zu sein, das lässt du hier alles los. Das wird hier abgeschlossen und du kannst wieder, ja, leicht in die Zukunft schreiten und da zeigt sich die Ritter der Kelche. Also es kann durchaus sein, dass hier jetzt jemand auf dich wartet, dass du bereits hier jemanden kennst oder hier kennenlernst. Wir haben hier auch die Nachrichten, eventuell auch hier ein Date. Ja, also es geht hier definitiv in Richtung mit Altem vollkommen abschließen und sich jetzt auf etwas Neues einlassen zu können wieder, ja. Auf das Schöne, sich auch hier auf das Schöne, auf das Romantische, auf das Miteinander einfach hier wieder einzulassen, ja, wieder zu vertrauen auch. Ich spüre auch dem Leben wieder zu vertrauen, ja, dem Menschen zu vertrauen. Es sind nicht alle Menschen schlecht, es sind nicht alle Menschen böse, ja, was du auch immer hier erlebt hast, wieder Menschen zu vertrauen und sich hier wieder auf Neues einzulassen, ja. Der Gehängte ist einerseits eine 180-Grad-Drehung deiner eigenen Gedanken. Ja, du betrachtest nun eine Situation oder Menschen generell oder eine bestimmte Person mit anderen Augen. Ich nehme hier wahr, du schaust hier jetzt jemanden mit anderen Augen an. Ja, du siehst jemand plötzlich in einem ganz anderen Licht. Du siehst plötzlich eine Situation auch in einem anderen Licht. Und zwar, weil du diese alten Enttäuschungen etc. hier losgelassen hast und hier weitergehst und ja, du siehst die Welt vielleicht in einem ganz anderen Licht, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Neustart, hier der Narr, ja, das ist genau die Energie, die ich hier von Anfang an wahrnehme, ja, du lässt dich fallen, du vertraust wieder, ja, du lässt dich darauf ein, ohne irgendwie misstrauisch zu sein, ja, ohne irgendein Misstrauen dahinter zu haben. Du lässt dich locker, flockig, du sagst, okay, ich kann es mir mal anschauen, ich kann mir diese Person mal kennenlernen, ja, so mit einer Leichtigkeit, ja, nicht gleich alles so ernst zu nehmen und gleich Vollgas, ich muss sie jetzt unbedingt in eine Beziehung, ja, falls es darum geht. Nein, man kann sich ja lockig, flockig mal kennenlernen und schauen, ob was daraus wird oder nicht, ob man sich überhaupt versteht, ja, wie auch immer hier. Auf jeden Fall viel Leichtigkeit. Genau, so, wie geht's hier denn weiter? Es kann ja auch durchaus sein bei manchen, dass sie eine Person, die sie bereits schon länger kennen, ja, kann bei anderen auch eine neue Person sein, aber auch eine Person, die sie eigentlich schon länger vielleicht im Bekanntenkreis haben oder im Umfeld haben, dass man die plötzlich mit anderen Augen sieht, ja. Vielleicht wollte diese Person immer schon ein bisschen,
Ja, schreiben, kommunizieren, Gespräche, Unternehmungen und du hast es irgendwie immer ein bisschen abgelehnt, ja, hast es gar nicht so wirklich wahrgenommen und plötzlich siehst du das Ganze hier in einem anderen Licht. Kann ja auch durchaus so sein. Oder es ist einfach generell, du schaust jetzt offener auf Menschen, mit mehr Vertrauen, mit mehr Leichtigkeit. Der Magier, wunderschön, der Narr, der Magier, eine ganz, ganz tolle Anfangsenergie haben wir hier. Hier haben wir den Abschluss, sagte ich ja. Es beginnt für dich hier im Juni ein ganz neuer Lebensabschnitt auch, ja. Du kreierst dir die Welt sozusagen, wie sie dir gefällt. Und zwar mit Leichtigkeit, mit Freude, mit ganz neuen Ideen, vielleicht auch mit ganz neuen Vorstellungen, die du hast. Das ist ganz normal. Im Laufe des Lebens verändern sich unsere Vorstellungen auch, wie wir etwas gerne hätten. Natürlich hast du mit 20 Jahren andere Dinge bevorzugt als vielleicht mit 40, mit 50. Genau. Die Prioritäten ändern sich. Die Prioritäten ändern sich. Hier Page der Schwerter, die Hohepriesterin, es geht hier weiter in Leichtigkeit. Also der Juni, der läuft bei dir, ja. Page der Schwerter, da ist man wissbegierig. Einerseits kann aber auch durchaus sein, dass man über jemanden mehr wissen möchte, ja. Dass man auch jemanden interessant findet. Vielleicht findet auch dich jemand interessant, vermutlich auch gegenseitig. Vielleicht interessiert man sich ja aber auch für den gleichen Wissensbereich, ja? Vielleicht hast du mit diesen Menschen irgendetwas gemeinsam, ihr lernt für etwas, ihr habt das gleiche Hobby, ja, ihr interessiert euch für die gleichen Themen, die Verbindung stimmt hier einfach, ja? Du hörst hier auch ganz stark auf deine eigene Intuition bei der ganzen Sache, gehst das Ganze nicht zu verkrampft an, sondern eher leicht und locker, schaust mal, sind wir auf der gleichen Wellenlänge? Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? Ja, hier können auch durchaus Gespräche stattfinden, wo man sich sehr wohl fühlt, neugierig, wissbegierig, interessante Themen, die sich hier zeigen. Genau. Also ich finde es hier ein sehr schöner Neustart, ja, wo du die ersten kleinen Schritte unternimmst, würde ich hier jetzt sagen. Es passieren hier nicht große Schritte, der größte Schritt ist hier der Abschluss. Der Abschluss und hier tastest du dich langsam vorwärts. Du kennst ja dieses neue Umfeld vielleicht, diesen neuen Menschen, dieses neue Leben, das sich dir jetzt bietet, kennst du ja noch nicht. Ja, hier in der Vergangenheit war ja Wiederholung, da hast du alles gekannt, da war für dich alles normal, da war für dich alles im gewohnten Bereich sozusagen, in der Komfortzone ein bisschen und jetzt wagst du hier neue Schritte in dieses Neue? Du hast ja das Alte hier beendet und jetzt gehst du hier ganz neue Schritte. Ja, du probierst mal aus mit Leichtigkeit, schaust, was ist möglich, was geht hier, wie schaut das Ganze aus, lernst hier vielleicht auch ganz ohne Vorurteile jemanden kennen, sprichst hier auch ganz ohne Vorurteile mit Menschen. Das Misstrauen ist hier einfach raus, ja, das hast du in der Vergangenheit gelassen. So, schauen wir jetzt in der zweiten Reihe, was sich hier genauer zeigt, und zwar mit dem Witches Tarot. So, hoppsala, was ist hier los? Naja. Naja, was soll ich hier sagen? Auf die 10 der Schwerter fällt hier gleich die 5 der Kelche. Also es ist hier definitiv in der Vergangenheit um Enttäuschungen gegangen. Hier haben wir den König der Stäbe. Vermutlich handelt es sich hier um einen Ex-Partner, Ex-Freund, eine On-Off-Geschichte, eine Affäre. Ja, der König der Stäbe, der nimmt es vielleicht mal alles nicht so genau. Hauptsache, er hat seinen Spaß. Und es könnte durchaus sein, dass dich hier jemand in der Vergangenheit enttäuscht hat, wirklich tief verletzt hat auch. Und das Ganze lässt jetzt los. Also ich sehe richtig, wie du das hier loslässt und weitergehst. Offen bist jetzt wieder für Neues. Vielleicht hast du auch hier aufgrund dessen dich lange nicht öffnen können wieder. Ja, so mit freiem
Herzen, ohne irgendwelches Misstrauen. Das kann ja durchaus sein. Wie kommt ihr rein? Jemand hat hier schlaflose Nächte wegen dir. Jemand hat hier schlaflose Nächte wegen dir, beziehungsweise du hattest in der Vergangenheit schlaflose Nächte bezüglich jemanden. Wobei ich hier schon stark wahrnehme, dass hier jemand von dir träumt. Oder beziehungsweise beim Einschlafen so an dich denkt. Ja, es kann ja durchaus darauf hindeuten, dass man hier beim Einschlafen an dich denkt. Der Eremit auf den Gehängten, ja, das sind schon tiefe Einsichten. Vielleicht kommt hier auch jemand drauf. Ja, ich spüre das so auf beiden Seiten. Ja, entweder ist wirklich auf beiden Seiten, bei dir und bei deinem Gegenüber hier, oder es ist nur bei einer Person, entweder bei dir oder bei deinem Gegenüber. Ja, dass man hier plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel hat, vermutlich auch auf dich. Ja, wir haben hier den Ritter der Kelche, der plötzlich seine Sicht verändert auf dich, ja. Vielleicht ist es auch die gleiche Person von früher, die du jetzt hier ganz klar verlassen hast. Vielleicht durch eine Trennung, vielleicht einfach einen emotionalen Cut gemacht hast. Das spürt diese Person. Oder es ist eine neue Person, ja. Auf jeden Fall sieht man dich jetzt voll in einem ganz anderen Licht, ja. Man sieht dich jetzt in einem ganz anderen Licht. Wie ich vorhin bereits gesagt habe, eine andere Sichtweise, von einer ganz anderen Sicht, von einer ganz anderen Seite nimmt man dich plötzlich wahr, so wie man dich vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen hatte, ja? Oha, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich sehe dich hier in deiner Leichtigkeit, hier Mitte Juni, also voll und ganz. Und jetzt kommt hier jemand plötzlich und möchte dir hier was anbieten. Ja, der Ritter der Münzen, das ist immer einer, der meint wirklich ernst. Ja, es kann durchaus sein, dass diese Person sich hier aus der Vergangenheit jetzt weiterentwickelt, weil er weiß, oha, jetzt muss ich ja mich aber bemühen, sonst ist sie oder er weg. Ja, jetzt muss ich mich hier anstrengen oder es ist eine neue Person. Ja, okay. Aber hier sieht jemand dich in der Leichtigkeit, man nimmt dich so wahr, ja, die andere Person, die nimmt dich so wahr, in dieser Leichtigkeit, in dieser Fröhlichkeit. Plötzlich denkt man, oh, jetzt muss ich hier wieder was tun oder jetzt muss ich hier ran, denn sonst ist er oder sie weg, ja, sonst bist du hier weg, sonst fliegst du hier davon. Ja, hier möchte jemand etwas nied- und nagelfest machen, sagen wir es so. Drei der Kelche. Ich nehme wahr, ein Treffen, ja, ein Treffen, das hier stattfinden soll. Man meint es jetzt hier ernst, man meint es hier absolut ernst, ja, hundertprozentig. Man möchte sich hier vielleicht treffen. Vielleicht arrangiert man aber auch so mit Freunden oder mit Bekannten, ja, irgendetwas, damit man sich begegnet. Es kann ja auch durchaus sein, ja, dass man hier etwas arrangiert, ja, um sich hier zu begegnen. Ein Geburtstag, ein Fest, eine Feierlichkeit, wo man dafür sorgt, dass du auch dort bist. Der Stern. Wo man dafür sorgt, ja, dass zum Beispiel deine Freundinnen, deine Freunde hier auch dorthin gehen und dass man sich dann dort begegnet. Page der Schwerter und der Stern. Hier erfüllt sich etwas. Ihr habt vielleicht auch denselben Traum, denselben Wunsch. Es kann ja aber auch gut sein, dass du dich im Juni hier nur auf deine Sachen konzentrierst. Ja, dass du sagst, hey, ich interessiere mich für das und das Thema, das ist mein absoluter Wunsch, das war schon immer mein Wunschtraum und das möchte ich jetzt umsetzen, das möchte ich hier jetzt durchziehen und ich lerne jetzt dafür zum Beispiel. Ja, ich mache jetzt diesen Kurs, ich eigne mir gewisse Eigenschaften, Skills an, Fähigkeiten, die mich in die gewünschte Richtung hier bringen. Ja, vielleicht bist du hier gar nicht so interessiert, aber jemand ist hier definitiv hinter dir her, weil du hier sonst schnell weg bist. Auf die Hohepriesterin. Wunderschön.
Wunderschöne Legung. Hier mit der Temperance die Mäßigkeit, Ausgeglichenheit, Frieden. Gerade mit der Hohepriesterin. Du bist hier im absoluten Gleichgewicht mit dir in der Balance. Du hast deinen inneren Frieden gefunden und an dem hältst du fest. Auf dem bewegst du dich ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und du bleibst auch hier, ja. Du lässt dich hier auch nicht mehr irgendwie durcheinander bringen oder beziehungsweise in irgendwelche Schwierigkeiten bringen, in irgendwelche, dich von irgendjemandem enttäuschen zu lassen. Du machst das, was dir gefällt, ja, was dir gut tut. Das kann ja alles Mögliche sein, ja, ob das ein Wissensgebiet ist, ein Kurs, sich mit interessanten Menschen austauschen, mit Menschen, die gleichen Interessen haben. Ja, ich sehe dich hier sehr, sehr schön in deiner Balance. Ja, wirklich. Also du hörst auf deine Intuition, du hörst auf deine innere Stimme. Du bist hier sehr schön im Balance und jemand merkt das auch. Jemand sieht das hier. Ja, das habe ich hier am Anfang bereits gesehen. Jemand sieht das hier, dass du in dieser Leichtigkeit hier einfach bist und dich hier nicht mehr ärgerst, nicht mehr stresst bezüglich jemandem, bezüglich etwas. Genau, es wird sehr, sehr ein schöner, ein leichter Juni für dich werden. Gut, meine Lieben, wir sehen uns gleich im VIP-Mitgliederbereich. Und zwar schaue ich da genau rein, wer ist diese Person? Ja, kennst du sie bereits? Beziehungsweise, ja, was wird hier passieren? Werdet ihr euch hier treffen? Ich schaue einfach noch ganz detailliert auf die ganze Situation. Und natürlich ziehe ich noch eine Herzkarte oder eine Glückskarte für dich. Wie gesagt, in der weiterführenden Legung im VIP-Mitgliederbereich. Ich freue mich, wenn wir uns gleich sehen. Und ansonsten schau dir gern deinen Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.